Gender-neutral people. Okay. Kommende Woche Donnerstag, Germany's Next Topmodel, die diverseste Staffel, die es je gegeben hat. Würdest du in dem Format im Jahr 2022 mitmachen? Okay. Oh, ich kann nicht ausreden lassen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Liegt es jetzt am Image? Liegt es am Image der Sendung? Liegt es an Heidi Klum? Es liegt am Image der Sendung. Ich muss ehrlich sagen, und das habe ich letztens erst mit meiner Oma besprochen, lustigerweise. Ich danke Gott jeden Tag, dass ich in der letzten halbwegs normalen Staffel von Germany's Next Topmodel dabei war. Weil die nach mir war noch in Ordnung, aber was danach losgegangen ist, es tut mir leid, aber diese Sendung heißt Germany's Next Top Model und nicht Germany's Next Top Influencer. Und das ist halt einfach so. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Mädels und jeder ist auf seine Art schön, auch wurscht welcher Mann, welche Frau, jeder hat seine schönen und schieren Züge. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber um Model zu sein, reicht es für 99% dort nicht. Als Model musst du deinen Körper halten. Und das ist nicht irgendwie, du musst 40 Kilo haben bei einer Größe von 1,80. Du musst einfach deinen Körper so halten, wie du ihn präsentiert hast. Weil ansonsten kommst du ja ans Set und der Kunde erwartet dich mit, keine Ahnung, Hausnummer 55 Kilo. Du hast aber, die Kekse haben da geschmeckt und jetzt hast du halt 60 Kilo. Ja, dann passen da die Kleidungsstücke nicht mehr. Es muss auch nicht mehr 90, 60, 90 sein. Vor allem schon lange nicht mehr in Deutschland. Also bei den ganzen Commercial-Sachen. Echt, das ist so easy mittlerweile. Und du musst den Körper nicht mal mehr auf Zentimeter genau halten. Wo ich Germany's Next Topmodel gemacht habe, muss ich noch auf Zentimeter genau abmessen einmal in der Woche. Mhm. Du hast gerade gesagt, Image der Sendung. Abgesehen davon eben... Ist es durch? Es ist durch. Jeder Mensch da draußen sagt, was ist mit dieser Sendung los? Da geht es darum, dass du Leute findest, die es schaffen, sich in der Modebranche zurechtzufinden und zu etablieren. Genau. Aber davon hat ja gar keiner eine Chance dort. Und das ist überhaupt nichts gegen die Personen, aber die Philipp-Lein-Show, das war international eine der angesehensten Shows des ganzen Jahres. Und dann läuft da eine mit von Germany's Next Topmodel und macht in der Probe ein Drama, dass sie mit den Schuhen nicht gehen kann. Mädchen, ist dir bewusst, wo du hingegangen bist? Das ist ein Beep-Job, ja? Sei mir nicht böse, du kannst nicht irgendwo hingehen und sagen, nein, mit Plateauschuhen kann ich nicht gehen. Ja, dann geh heim. Ja. Die 10 Minuten wirst du wohl aushalten. Ja, ja. So viel zusammenreißen muss sie. Bei der Kohle, die die verdient für die 10 Minuten, muss sie sich zusammenreißen. Während der Staffel auch? Das war die Philipp Leinschuh während der Staffel. Ich nenne es absichtlich keinen Namen, weil sie eine Österreicherin war. Ja, ich weiß schon, aber... Das war während der Staffel. Hat sie auch Geld verdient von der Show? Die Arme. Auch ich habe für den Nylon-Job Geld verdient, den ich gemacht habe während der Staffel. Okay, siehst du, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass man während der Staffel, während man bei einem Format mitmacht. Muss aber Geld gleich verdient. Dazu sagen, ist nicht bei jedem Job so, ist nur bei manchen Kunden so. Und das wird weder von der Heidi noch von sonstigem ausgehandelt. Das ist ein Deal, den ProSieben mit der Marke hat. Und wenn die Marke sagt, sie zahlt dem Mädchen so und so viel, und das sind echt minimale Beträge, das ist echt nur so eine kleine Aufwandsentschädigung, weil die Marke sagt, wir finden das cool, dass wir dabei sind, dass die Mädels mitmachen und wir würden ihr gerne für den Tag, den wir mit ihr was machen, was geben. Das ist aber echt nicht die Höhe oder sowas, aber man verdient schon was. Ja. So ist es nicht. Ja, aber das ist doch fair.